Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, den Nebel, der immer noch über unserem Geldsystem liegt, langsam aber sicher zu lüften. Die Diskussion scheint zu beginnen. Es gibt viele Bücher, es gibt Presseberichte. Nächste Woche im englischen Parlament, wie uns unsere englische Schwesterorganisation Positive Money berichtet hat, wird es sogar eine Debatte über Geldschöpfung geben, die erste seit 1844. Wir haben hier vor kurzem den Jahrestag des Mauerfalls gefeiert. Dort ist ein System zusammengebrochen und ich glaube auch in unserem sogenannten siegreichen kapitalistischen Marktwirtschaftssystem haben wir heute ein systemisches Problem. Ich glaube, deswegen sind wir heute alle hier versammelt. Wir suchen alle nach einem Weg einer Systemreform. Und da gibt es natürlich ganz verschiedene Blickwinkel. Es gibt politisch engagierte Bürgerinnen und Bürger, also die sogenannten Normalsterblichen, die sich dafür interessieren. Es gibt Wissenschaftler. Es gibt aber auch inzwischen auch richtige Insider des Finanzsystems, die sich mit dieser Frage befassen. Einen neuen Weg zu finden, da finde ich es immer sehr gut, wenn man unter ganz verschiedenen Blickwinkeln auf ein Problem draufschauen kann. Denn nur so wird man den richtigen Weg finden. Meine persönliche Überzeugung ist, dass eine auf Wettbewerb beruhende Marktwirtschaft zwar privates Eigentum und private Unternehmen braucht, aber damit ein fairer Wettbewerb möglich ist, kann es nicht sein, dass die einen Privaten das Privileg der Geldschöpfung haben und die anderen eben nicht. Meiner Meinung nach ist da kein fairer Wettbewerb möglich. Deswegen plädiere ich für eine öffentliche Geldschöpfung. Aber wir werden heute sicherlich noch darüber diskutieren. Der Weg einer Reform der Geldschöpfung ist ein großer Schritt, ist eine fundamentale Systemreform. Heute, die Tagung steht unter dem Motto Vollgeld Schritt für Schritt. Das heißt, wir werden untersuchen, gibt es nicht auch kleine Schritte, die uns zu diesem Ziel führen können? Das ist die eine Diskussion. Die andere Diskussion, müssen wir warten, ob eben die damit verknüpft ist. Müssen wir warten, dass oben auf Gesetzesebene das geändert wird oder können wir das nicht auch von unten anpacken, entweder durch kleine Schritte oder auch, so wie in der Schweiz, durch direkte Demokratie. Als erste Referenten begrüße ich Herrn Hans-Rüdi Weber, ein pensionierter Volksschullehrer mit universitärer Weiterbildung in Philosophie, Volkswirtschaft, Sozialpsychologie und Wirtschaftsethik, der derzeit der Präsident des Vereins Monetäre Modernisierung in der Schweiz ist, das Pendant eben zur Monetative e.V. Die Schweizer haben einen Weg gewählt, das Vollgeld eben nicht Schritt für Schritt einzuführen, sondern eben mit einer Gesetzesänderung, die nicht von oben herab verordnet werden soll, sondern durch direkte Demokratie von unten. Das ist ein Weg, ich würde mal sagen, wie in der Schweiz. Es geht gleich rauf in die hohen Berge, da ist die Luft rein, die Verhältnisse klar. Vielleicht als Eingangsfrage, Schweiz ist ja sicher auch, versteht sich sicher auch als Teil Europa und wie Sie vielleicht ja wissen, oder es wird ja immer wieder darüber geschrieben, wir haben ja inzwischen einen neuen König von Europa. Herr Weber, haben Sie beim Aufstieg den Hut des Mario Draghi ordentlich gegrüßt? Nein, das habe ich nicht. Ich habe ihn einfach ignoriert. Also, selbst wenn er da gehangen hätte, hätte ich ihn nicht gesehen.